Damit willkommen zurück. Was? Nein, Asus hat verlassen. Warum? Oder ist der Rest noch gerade abgeschmiert? Ja, glaube ich schon. Willst du Tio ärgern, dann schlag ihn in diesem Rennen. Willst du ihn richtig ärgern? Ne. Dann fahren wir derweil eins, das dauert ein bisschen, bis er kommt. Das darf nur die Familie. Und wenn es nach ihm geht, wirst du nie Teil davon sein. Ja, ich glaube schon. Müsste der Kultrang sein da. Er hört wieder nichts, aber wir hören dich. Von was? Ach so. Parkhaus gesprungen. Oh Gott. Ich glaube, ich bin auf dem falschen Weg hier. Ja, mich hat's gerade mega gebeutelt. Und dann ja, stand ich hinterm Haus, wo ich nicht hinstehen müsste, sollte. Kann ich nicht.
Burg. Ich muss hier den einhüllen. Ach je. Darf ich mal vorbei? Nein, er blockt genau mich aus. Es hat gebremst und blockt mich noch voll aus, ey. Oh, trotzdem erster. Okay, dann war es aber knapp. Laut der Rangliste da. Spannend. Nee, das mit den Memories ist normal. Du musst halt den Fehlercode. Also 001E da. Aber ist egal, das wird schon Grafikkarte sein. So, ach, das müssen wir dich ja einladen. Du bist aber nicht online. Wie dauert, hättest du die ganze Zeit schon kommen können. Entlang des Mississippi. Ah, jetzt ist er da. So. Ja, der hat eine AMD-Karte, keine Nvidia. Hallo!
das hört sich nach RAM-Fehler an. Nee, Grafikram. Ja. Nö. Wegschmeißen, neu kaufen. Meine schlummert jetzt mit 60 Grad so um sich einander. Klingt komisch, ist aber so, ja, genau. Ja. So. Wieso? Das ist eine halbe Stunde. Das ist das Einzige, wo du schnell an Geld kommst. Alles andere kommst nicht schnell an Geld. Du kannst doch andere Strecken dann noch wählen. Naja, wenn du so eine gelbe Strecke, normalerweise heißt das von den Zentralwäldern nach Amarillo. Und dann kannst du aber noch mit A und D nach rechts und links drücken. Und dann heißt es dann südliche Zentralwälder. Dann sind die Strecken auch anders. Nach Amarillo gibt's und südliche Zentralwälder. Einfach anklicken auf der Map. Okay, da gibt es nur die eine Strecke. Hier gibt es auch zwei verschiedene. Ja, wenn du so ein gelbes Autosymbol anklickst. Einfach nur anklicken. So, und dann hast du rechts die Karte. Ja, und dann kannst du weiterblättern. Das sage ich ja, andere Strecken. Ja.
Ja, du meinst im Escape, da im Menü. Nee, das sind immer nur 2-3 Strecken. Das andere ist unter Aktivitäten, das weiß ich auch. Oh, Drift haben wir schon 100%, okay. Was denn? Was fällt denn dir Blödes ein? Und dann? Ja, wie heißt dann die kurze? Die hat einen anderen Namen. Ach hier, Bronix. Ja. Oder Bronx. Ja, nur eine Hypercard, ich Bock drauf. Mach mal auf Ass. Auf Ass. Hinten rumstehen. Also den ich hab, den habe ich schon länger, also da hatte ich den Rang noch gar nicht. Der ist halt nur teuer. Wie oft sind wir da die Strecke gefahren? 4-5 Mal oder so, ne? Ich bin mit 400, keine Ahnung, was lang geblasen. Kannst du in jeden Hypercar reinbauen.
Vom Handling der Pegani Huayra, finde ich, der hat schön viel Grip und ist auch schnell. Also auf jeden Fall mal schneller wie der Porsche. Ich glaube 600 oder 700.000. Hast du gar kein Geld mehr. Ja, das siehst du jetzt glaube ich nicht. Ich kann da gar nicht reagieren hier mit dem Haufen Autos. Könnt ihr nicht aufpassen, wenn ich mit 300 um die Ecke komme? Ja, das sowieso. War aber so weit raus jetzt. Naja, da war sie damals auch nicht schon so der Hit. Das ist die lange. Nein, es gibt halt nur die.
Gesundheit. Okay. Mit über 400 keine Chance mehr zum Ausweichen. Na, super, jetzt fängt es an zu schiffen. Aus Europa, die Umgebung, das wäre auch was, ja. Ja, genau. Das wäre mal was. Oh. Das habe ich nicht kommen sehen, oder was? Mein Gott, ey. Das ist immer voll scheiße, ey. Du bist gerade schön am Heizen und dann kommt von der Seite einfach mal ein Auto rausgedonnert. Kommt immer genau in der Kurve, dass du gar nicht die Kurve mit Topspeed nehmen kannst, ey. Ja, das verstehe ich auch immer nicht. Mal sind viele da, dann sind wieder gar keine da in Autos. Thank you.
Erstmal schön Burnout hinlegen hier. Langsamer, ja, haut es mich sonst immer raus. Ja, mit der Blechbüx.
Vor allem das Rutschen macht Spaß mit denen, ey. Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Dass sie sich ausdehnt durch die Wärme und dann irgendwo eine kalte Lichtstelle hat, kann ja durchaus sein. Oh nee, genau da kommt ein Auto hin. Was machen die zwei hier? Glenn und Aaron, oder wie der ist? Aaron. Die haben die ganze Zeit geblinkt. Nummer 5, 6, jetzt schon wieder. Du musst alles runterbauen. Genau, nur die Platine reinlegen. Genau. Weil du musst dann die Temperatur haben und dann die Zeit brauchst du das quasi nur, damit das Lötzinn sich langsam verflüssigt. Wenn du es halt zu lange machst, dann ist es komplett flüssig und dann ja, fallen die ganzen Teile ab. Du hast die Platine in der Hand. Das ist ja normal wegen V-Sync wahrscheinlich. Bis 300, ey, schön gedriftet. Also es liegt da übelst durch. Boing.
Boah. Schade. War so genial gewesen. Ja, aber wie? Aber zu schnell. Jetzt in der Talabfahrt, wo es gleich durch den Wald geht. Boah.
Kurvenlage. So, sind wir ja bald im Ziel hier. Jetzt wird's duster. Jetzt durchs Ziel. Ah, das gibt wieder schöne Teile. Oh. Aha, Verbindungsproblem. Ja, meine lieben Freunde, dann sagen wir schon mal ciao, ciao. Wir haben ja jetzt schon wieder überzogen. Das gibt's ja heute gar nicht. Müssen wir 2 Folgen wieder draus machen. Wahrscheinlich. Vielleicht laden wir es auch als eine hoch. Mal sehen. Aber wahrscheinlich eher 2, weil, ja, die Dateien sind einfach enorm groß. Und irgendwann bricht er halt den Upload einfach ab. So, ausstatten müssen wir auch noch. Goldene Teile. Schwuppdiwupp. Okay, das können wir schon mal verschrotten. Okay, es macht ja, warte mal, das macht doch gar keinen Sinn, oder? Ist doch egal, was ich will. Zusatzwerte kommt es ja nur noch drauf an, dann. Okay, tun wir den weg. So. Das kann man auch weg.
Okay, kann man lassen. Oho, Luftschluck auf Sogwirkung. Den blauen auf jeden Fall weg. So. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen noch einmal und ja, lasst einen Daumen da oder wie auch immer. Könnt auch Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Ja, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dahin, ciao, ciao.